Der Wonnemonat Mai und die Liebe. Bereits die alten Griechen und Römer feierten ihre Fruchtbarkeitsgöttinnen Rhea und Kybele im Mai. Das Aufstellen des Maibaumes ist ein letztes Relikt aus der Zeit des keltischen Beltane-Festes, welches ebenfalls Anfang Mai zelebriert wurde. Unsere heidnischen Vorfahren wollten mit diesen Festlichkeiten reiche Ernte besiegeln, doch auch das Zwischenmenschliche, Erotische und Leidenschaftliche stand bei diesen Gelegenheiten im Vordergrund. Wir assoziieren den Mai noch heute mit Frühlingsgefühlen, Hochzeiten und dem Wachsen und Blühen von neuem Leben. Welche Sternzeichen sich dieses Jahr besonders dem Knüpfen von zarten Banden widmen dürfen, zeigen wir dir in unserem heutigen Podcast. Widder – Frühjahrsputz für die Gefühle. Der Widder hängt mitunter sehr an seiner Vergangenheit. Dieses Verhaften belastet neue Beziehungen und wirft immer einen Schatten auf neue romantische Avancen. Dieses Jahr stehen die Sterne für die Widdergeborenen jedoch günstig. Wer sich bereits die Hörner abgestoßen hat und sich in festen Händen befindet, erlebt seine Liebe sogar gänzlich neu. Als sehr traditionsbewusstes Sternzeichen fällt es den Widdern immer wieder schwer, sich auf Neues einzulassen. Der Frühling wäre dafür jedoch der perfekte Zeitpunkt. Stier – stürmische Zeiten stehen bevor. Der leidenschaftliche Stier mag es ja ganzjährig gerne prickelnd und feurig. Dieser Frühling bietet ihm dafür alle nur erdenklichen Möglichkeiten. In bestehenden Beziehungen lernen sich die Partner aus einem neuen Blickwinkel kennen. Die Singles packen ihresgleichen bei den Hörnern und wagen sich auf zu neuen amorösen Ufern. Die dieser Art Umworbenen dürfen sich freuen. Ein Stier wird nichts unversucht lassen, um an sein einmal anvisiertes Ziel zu gelangen. Zwillinge – Wendepunkt in Sicht. Vom 8. Mai bis zum 2. Juni steht ausgerechnet der Liebesplanet Venus im Zeichen der Zwillinge. Die Freiheitsliebenden unter ihnen werden daher die Rahmenbedingungen innerhalb einer Partnerschaft neu verhandeln. Die Singles nutzen den kosmischen Aufschwung, um sich im allerbesten Licht zu präsentieren. Die lebenslustigen und charmanten Zwillinge haben noch keinen Wonnemonat ungenutzt verstreichen lassen. Diesem Motto werden sie treu bleiben. Krebs – Zeit für reinen Tisch. Der Krebs ist gern beständig und pocht auf seine Routine. In Liebesdingen kann ihm diese Haltung jedoch manchmal zum Verhängnis werden. Im Mai stehen die Sterne günstig, um sich einmal selbst ehrlich und aufrichtig zu fragen, was man sich von der Liebe eigentlich erwartet. Die Krebsgeborenen stecken gerne zurück, verzeihen schnell und lassen ihre Bedürfnisse zugunsten einer intakten Partnerschaft schon mal außer Acht. Löwe – Detox-Kur in Sachen Liebe. Selbst der überzeugende und souveräne Löwe muss sich hin und wieder neu erfinden. In Liebesdingen macht er sich die Wahl nicht einfach. Er will Loyalität und Respekt, braucht aber auch eine Partnerin oder einen Partner auf Augenhöhe, um nicht allzu schnell gelangweilt zu sein. Dieser Mai bietet hervorragende Chancen, um Singles unter die Haube und Beziehungen wieder auf Schiene zu bringen. Jungfrau – gute Chancen auf den Jackpot. Die peniblen und aufrechten Jungfrauen tun sich von Haus aus schon schwer in der Liebe. Entweder finden sie nie eine bessere Hälfte, die ihre Erwartungen erfüllt, oder sie scheitern an ihrem ständigen Drang, alles und jeden optimieren zu wollen. Das Jahr 2022 präsentiert den Jungfraugeborenen aber diesmal einen Liebesmonat, der es in sich hat. Die Zeichen stehen auf Liebe und Romantik, die selbst höchsten Ansprüchen gerecht werden. Waage – Hiebe statt Liebe. Der Wonnemonat bringt für die luftigen Wagen dieses Jahr keine großen Gefühle mit sich, jedenfalls keine malerischen. Die Sterne zwingen die Wagen diesen Frühling dazu, sich endlich alten Wunden zu stellen und diese einer Heilung zuzuführen. Bestehende Beziehungen könnten so ein Ende finden. Für neue Abenteuer sind die Wagen erst einmal nicht offen und zugänglich. Sie können die Zeichen, die ihnen das Universum schickt, bestens deuten und widmen sich den Baustellen in ihrem Inneren.
Die Waage ist ohnehin schwer für Dinge zu begeistern, die nichts mit Ästhetik oder Kunst zu schaffen haben. Ein wenig Bodenhaftung tut dem Luftzeichen im Mai daher ganz gut. Skorpion, das Feuer der Leidenschaft darf lodern und brennen. Wenn es ein Sternzeichen gibt, das sich im Mai auf Erotik pur und prickelnde Stunden zu zweit freuen darf, sind es die Skorpione. Die Sterne sorgen für einen wahrhaften Funkenflug zwischen Liebenden, der die Partnerschaft auf lange Sicht festigen wird. Generell geht es im Mai für die Skorpione sehr stark in Richtung Bindung. Bereits bestehende Partnerschaften erfahren eine nie dagewesene Tiefe. Singles sehnen sich danach, endlich das passende Gegenstück für sich zu finden. Die Skorpione machen es sich in Liebesdingen niemals einfach. Haben sie sich jedoch einmal entschieden, dürfen ihre Auserwählten sich glücklich schätzen. Schütze, Freiheitsdrang sticht Liebe. Die Schützen sind nur selten wirklich glücklich und erfüllt in festen Beziehungen. Wenn sie nicht gerade eine bessere Hälfte gefunden haben, die mindestens so flatterhaft und abenteuerlustig ist wie sie, kann es schwierig werden. Die Schützen möchten manchmal alles zur selben Zeit. Dieser Wunsch muss jedoch auch im Mai unerfüllt bleiben. In bestehenden Partnerschaften könnten Krisen auftauchen. Und die Singles könnten sich wieder allzu gern daran erinnern, warum das Alleinsein für sie kein Problem darstellt. Steinbock, die Vergangenheit lässt grüßen. Im Mai könnte es den Steinbock-Geborenen passieren, dass sie vergeblich auf die Neustadt und die Schmetterlinge im Bauch warten. Stattdessen zehrt und zieht eine unbewusste Ahnung an ihnen, dass sie sich einer unerledigten Sache widmen sollten. Es kann sich dabei um einen Konflikt oder eine andere emotionale Bruchstelle handeln, die noch behoben werden muss. Der Steinbock selbst wäre ja voller Eifer bereit, dem Frühling die Stirn zu bieten. Doch Relikte von früher bremsen diesmal seinen euphorischen Gipfelsturm. Wassermann, mach Platz für die Liebe. Die Wassermänner lieben Hochzeiten. Allerdings missverstehen sie dieses Bonmot ein wenig, indem sie im Alltag am liebsten auf mehreren gleichzeitig tanzen würden. Sie sind begnadete Multitasker, keine Frage. Doch der Mai verlangt auch von den Überfliegern ein wenig Platz für die Liebe. Singles sollten sich ernsthaft überlegen, ob es nicht langsam an der Zeit für einen sicheren Hafen wäre. Und Paare dürfen sich im Mai auf eine romantische Frischzellenkur freuen. Jede dieser Optionen setzt jedoch voraus, dass man ihr Raum und Zeit zugesteht. Fische, manchmal muss man mutig sein. Die kühlen und überlegten Fische bleiben gern so lange wie möglich in Beziehungen verhaften, selbst wenn diese ihnen kaum mehr Abwechslung zu bieten haben. Sie bevorzugen stille Gewässer, keine stürmische See. Auf Singles kommt im Mai nun allerdings eine wahre Romantikoffensive zu, die ihnen schon ein wenig Überwindung abverlangen könnte. Es bringt nichts, dauernd nur in seichten Gewässern mit dem Strom zu schwimmen. Manchmal, liebe Fische, muss man sich mutig in tiefe Wasser stürzen. Und Beziehungen brauchen viel Kommunikation, die vielleicht auch unangenehme Themen streift. Unser heutiges Fazit: Alles neu macht der Mai. Der Liebesmonat, der die Welt zum Blühen bringt, macht auch dieses Jahr seinem Ruf wieder alle Ehre. Singles dürfen ihre Fühler nach der großen Liebe ausstrecken. Partnerschaften erleben ein Revival. Für einige Tierkreiszeichen bedeutet das Frühjahr allerdings auch Entrümpelung und Entschlackung, hauptsächlich auf emotionaler Ebene. Wenn es eine Zeit im Jahreskreis gibt, die sich perfekt für eine Neustart eignet, dann ist es zweifellos der Frühling. Er öffnet uns die Türen zu einem neuen Jahr, in welchem uns noch alle Chancen offenstehen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!